Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Dem Spiel, in dem ich alles, jeden und wirklich überhaupt alles auf der Welt hasse. Also warum, weshalb, wieso, fragt ihr euch? Ach ja, weil die Mission einfach nur fucking schwer ist. Mit Level 30 noch nicht mal wirklich zu schaffen ist. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, da ich jetzt einfach sporadisch doch noch andere Sachen mache. Wo ich natürlich gucken sollte, wo ich hinreisen muss. Treasure Landing. Treasure Lands. Wo sind das? Trash Coast. In der Nähe muss auch das Trash Lands sein. Hoffe ich. Was ich immer mache, ist das nächste Mal bei packen. Hab so Asia Reichskräger Mix Gedöns da, also dieses Japan-Mix. Und ich lege ja gerne bei Borderlands meinen Arm auf den Tisch. So. Dann muss ich doch in die Richtung stattdessen. Vielleicht nochmal auf die Karte, nicht, dass ich mich täusche. Ja. Ich werde heute nochmal, wie gesagt, Story geht weiter, keine Sorge, mache ich noch zu Ende, aber ich mache jetzt wirklich erstmal nochmal die ganzen Schrottmissionen, die ich noch. BKW, die Nebenmission, die ich noch habe. Und ja. Achso, und denkt bitte dran, ich bin jetzt wieder sporadisch am Stream, also ganz spontan meine ich, besser gesagt. Wenn ihr euch darüber informieren möchtet, wann ich streame und wie häufig, schaut einfach meine Videos, ich erwähne das immer mal so ganz nebenbei läufig. Ganz nebenbei läufig? Naja, ganz nebenbei. Und ach ja, noch etwas. Ich werde wahrscheinlich dieses Wochenende, Moment, geht das? Ja doch, die Folge kommt noch vorher raus. Dieses Wochenende auf jeden Fall einen Stream veranstalten. Am Samstag auf den Sonntag von voraussichtlich 18 Uhr bis maximal 24 Uhr. Das liegt einmal daran, dass meine Freundin auf jeden Fall nicht da ist. Die macht einen Ausflug. Crazy Earl hat weitere Jobs, die er diesem Kammerjäger anvertrauen möchte. Aber daher meine Freundin momentan nicht da ist. Und da eignet sich das ganz gut von der Zeit her zu sagen, okay, machst du einen Stream. So. Weil ich parallel aber auch nochmal erwähnen möchte. Ich werde wahrscheinlich auch, wenn es sich auch ermöglichen lässt, von der Zeit her, Event-Streams veranstalten. Sprich, Streams, wo ich Geld sammle für einen neuen PC. Ich werde mir jetzt doch einen High-End-Gaming-PC zusammenschustern. Auch wenn es nicht unbedingt ein High-End-Gaming-PC wird. Es wird halt einer der letzten High-End-Gaming-Generationen wahrscheinlich, nicht der aktuellen. Einfach wegen Zeit und Geldmengen. Und ja, wenn ihr da auch was drauf spenden möchtet, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder im Stream halt zu sagen, okay, ich spende dir ein klein wenig was, oder man sagt sich, okay, ich mache jetzt hier eine Spende über PayPal, über Moneypool, den ich übrigens dann auch öffnen werde dafür. Allgemein werde ich wahrscheinlich einen Moneypool öffnen, der zwar vom Ablaufdatum sehr langweilig ist, heißt sprich, ja, wenn ich den mache, ist er halt nicht direkt wieder zu nach einiger Zeit, sondern der läuft wahrscheinlich so 2-3 Jahre Minimum. Und ja, die restliche Zeit, die dazwischen liegt, werde ich wahrscheinlich noch mit meinem PC überbrücken. Was wie gesagt daran zu schulden ist, Entschuldigung, jetzt habe ich auch meinen Kopf wieder für mich gerade.
Nee, aber ich werde den Moneypool auf jeden Fall aufmachen bei PayPal. Der wird dann so 2-3 Jahre laufen wahrscheinlich, damit ich das Geld auch zusammenkriege und wahrscheinlich dann einen der jetzigen oder der letzten Generation PCs, High-End Gaming PCs, zusammenzuschustern zu können. Sprich, Mainboard, Gehäuse, Grafikkarte habe ich ja schon, die werde ich dann übernehmen einfach. Falls bis dahin nicht sich da wieder was ergänzenderweise getan haben sollte. Und andere Speichermedien in egal was für einer Form. Ich werde dann ja mal gucken, wie gesagt. Auf jeden Fall werde ich halt jetzt häufiger auch streamen deswegen, um halt auch so das Geld zusammenzukriegen. Und sollte sonst noch irgendwelche Sachen anstehen, dann sei euch gesagt oder lasst euch gesagt sein, ich werde euch immer auf dem Laufenden halten über das Thema. So, jetzt aber erstmal viel wichtiger. Wir brauchen wieder ein neues Mobil. Hey, jetzt fahr mal runter, Schütze. Wollen wir mal so einen eindringlichen Mann? Wir sind zu langsam. So. Und nicht, dass es relevant ist, aber wir müssen recht schnell von A nach B kommen. Deswegen mache ich auch mal ein bisschen Gas geben. Oder tue ich mal ein bisschen Gas geben. Okay, ich weiß jetzt nicht ganz, wo mich das hin lenkt oder steuert. Sprich, die Mission, die ich im Moment habe. Aber hey. Nehme ich doch, wie es kommt, ne? Aha. Ich fand es gerade interessant, dass ich halt nach rechts schauend aus dem Transport rausgekommen bin, quasi. Ob das einer auf irgendwas hinweisen soll? Ich weiß ja nicht. Übrigens, ich habe mal nachgeguckt, der QR-Scan kann ich mir sparen. Offensichtlich ist das nichts Relevantes. Und selbst wenn, dann bringt es mir wahrscheinlich auch nichts mehr. Also, glaube ich mal. Hallo! Crazy Earl hat weitere Jobs hier. Diesem Kammerjäger. Ja, ja. Naja, wie dem auch sei. Hallo! Am schwarzen Brett in the middle of nowhere sind neue Missionen angeschlagen. Echt jetzt? Schalten Sie ab! Schaltet Sie aus! So. Waffen von Jacobs haben eine überzeugende Eigenschaft. Power. Und mal ehrlich, was braucht man mehr? 12 von 24. Komm, weg damit. 53 kommt auch weg. 83 bleibt erstmal bei, glaube ich. 81 kann weg. 48 kann weg. 69 kann weg. 72 kann weg. 22 konnte noch bleiben. Wie gesagt, da muss ich nochmal gucken. 44 mal 7 muss ich auch noch. Wir machen das mal ganz einfach. 50 kommt weg, 58 kommt weg, 58 kommt weg. Schilde. Was macht denn meins momentan für ein 373? Okay, 325. Dann kann alles andere weg. So. Dann, ja, kommt die weg. Kann weg. 216. 273. Habe ich auch noch eine Sniper? Nein. Gut, meine Knifte macht 54 mal 7. Ja, dann kann die Pistole
Doch, hier oben weg, die hier, ne? Bei 54 mal 7 sind wir schon lange über 200. Raus hier, Arschloch. 83. Was macht denn... Ach nee, das ist ja die, die ich... Willst du dich abknallen lassen? Momentan am höchsten hab, ne? So, nochmal 52. 12 mal 52. Dann kann die weg. Mal, dann kann das auch weg. So. Das kann weg. Und die kann weg. 49 kann auch weg. 300 etwas. Ja, dann kann die weg. Ich finde, was das Balancing in Borderlands anbetrifft, mal ganz kurz nebenbei erwähnt, ne, finde ich es echt fantastisch hingekriegt. Also die Gegner werden nicht schwächer durch das Level aufsteigen, also nicht exorbitant schwächer. Und was das Thema Schaden anbetrifft, machen wir nicht so exorbitant viel Schaden, dass wir die instant killen. Also zumindest nicht immer. Ne? Und da muss ich sagen, muss ich einmal aufs Neue die Entwickler von Borderlands loben, was das anbetrifft. Ich kann ja mal eben ausrüstungsmäßig genau die hier ausrüsten. Weil, Alter, Moment, wo ist sie? Da. 3 mal 300 etwas. Oh, deswegen mal 3. Und hat auch einfach mal eben 3 Schuss auch drin. Ne? So, wie dem auch sei. Wir wollen zur Mission. Da muss ich dahin. Da bin ich ja auf dem richtigen Weg. Wir holen uns auf jeden Fall... Holen wir uns ein Auto? Ja, doch. Ich glaube, besser ist, dann sind wir schneller unterwegs. Nee, aber ich muss echt das loben, weil... Bei anderen Spielen hast du das so, dass du da denkst, okay, sind die irgendwann auch mal... Schauen wir unsere Füße. Anders die Gegner. Hier hast du halt wirklich immer kontinuierlich... die Angst hat, irgendwie einen Fehler zu machen und dadurch dann zu versagen. Und bei anderen Spielen hast du das nämlich nicht. Da sagst du dir irgendwann, ach, ich mach genügend Schaden und rennst einfach nur noch rein und fertig, hat sich. Nicht, dass ich gewisse Spiele schlecht reden möchte. Also, Beispiel wäre jetzt... Jetzt muss ich kurz überlegen, welches. Was wäre denn ein gutes Beispiel? Destiny, genau, da wäre gerade ein gutes Beispiel. Es war, ist vom Gameplay-mäßigen auch ein bisschen wie Borderlands, ganz minimal. Aber es hat halt nicht dieses exorbitant Gleichsein, dieses sprich, wir machen nicht immer... Nein, warte mal, ach, ich versuche das gerade zu erklären, Moment. Wir machen halt immer denselben Schaden hier quasi. So, und bei... Destiny wäre das, wir machen unterschiedlich viel Schaden. Sprich, irgendwann sind die Gegner einfach nur noch eine Lachnummer und du schmeißt eine Granate und kannst die komplette Area clearen mit einem Mal. Ne? Gut, hier geht es wahrscheinlich auch so, wenn ich jetzt in die erste Ebene zurückkehre, ist ja klar, dann bin ich wirklich exorbitant stark, aber jetzt so voranschreitend mit meinem Level sind die Gegner auch natürlich angepasst. Ihr habt auch gemerkt, am Anfang waren keine Alpha-Skeks da, dann kamen sie später dazu und also in dem Levelaufstiegsbereich und dann habe ich gemerkt, okay, ja, die sind doch ein bisschen stärker als erwartet, die Gegner. Ne? Und da bin ich ganz ehrlich, sowas muss man halt berücksichtigen auch. Naja. Wie dem auch sei, ich werde jetzt hier einfach mal eben schnell die Mission machen. Und nicht länger quatschen. Okay,
so nicht mal rangezoomt gehabt. Ach ja. Achso, kann ich gar nicht hin, merke ich gerade. Hier ist so eine unsichtbare Alpha-Wall einfach am Schiff gewesen. Oder kann ich doch hier rauf? Ach nee, ich muss hier nur... Hallo? Was greift mich denn? Hä? So. Oder muss ich von der Seite? Hä? Von welcher Seite muss ich denn da ran? Hallo? Ach so! Lesen, ne? Lesen, 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 ne? Und so weiter. Natürlich hätte ich den gar nicht einzeln ballern müssen, den Typen mit dem Geschütz, sondern einfach nur hinter dem Boot hinrennen müssen. Ich bin mal wieder so ein Talent. So, Nummer 2 versenkt. Sprich, jetzt bleibt nur noch Nummer 3. Und jetzt habe ich das auch verstanden erst. So. Mal sehen. Ach, wird einfach beides mitgenommen. Jetzt müssen wir irgendwo in die Richtung. Warte, sehe ich das von hier hinten schon? Oh, tatsächlich. Erledigt. So, Moment. Was kann ich denn hier noch für Mission machen? Guck ich doch direkt nach. Hier. Treasure Landing. Dann gucken wir doch mal, ob wir das auch gleich mitnehmen können. Frisch, frisch. Ach, das ist das, wo ich die... Ah. Und so erklärt sich jetzt auch die Angel. Also BZW die Angel. Die halt da im Wasser hing, weil ich da bis jetzt nichts machen konnte mit. Es läuft erstaunlich gut. Dafür, dass ich so gut wie keinen Aim momentan habe. Achso, Moment, was sagt die Zeit? 90 Minuten ist total in Ordnung. So, jetzt wollte ich kurz ruckeln und lecken ein bisschen.
Aber damit muss man ganz kurz leben. So, ich spring mal hier runter. So. Ich wollte sagen, ich spreng den mal und spring dann hier runter. Daraus wurde dann, ich sprech mal hier runter. Echt jetzt? Ich hasse alles. Das war so der Move vom Gegner. Wenn du mich schon kriegst, dann krieg ich die aber auch noch. So, das ist so das Mindeste, was er noch tun wollte. So, jetzt ja hier. Hab verstanden. Angel. So. Nope, so nicht. So sicher auch nicht. So sicher auch nicht. Was muss ich hier machen? Ich muss mir mal ganz kurz die Missionsbeschreibung angucken. Nicht, dass es relevant ist, aber hey. Ich schaff's sonst nicht. So. Wirf rund um Treasure Landing Granaten ins Wasser und. Ach so. Huch. Ich brauch Granaten dafür. Kommt sofort. Sprich, Moment, kommt sofort. Fragezeichen, wo bin ich hier? Ich renne mal hier drüber. Für meinen eigentlichen Bereich zurück. Ach, wie nett, eine Invisible Wall hält mich hier ab. Mal wieder. Ich mag ja zwar alles sein, aber faul nicht eigentlich. Na gut, dann muss ich hier lang und da lang. Ist einfach nicht die Möglichkeit, dass man sagt, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie einfach der Körper schon lange weg ist, bevor der überhaupt ausgeschrien hat. Okay. Granaten ins Wasser werfen, damit ich dann die Fische. Ich werde doch nicht mehr. Werde ich auf die Mission ausgedacht, ganz ehrlich. So, wo ist meine Pistole? Hier. Mal abgesehen davon werde ich jetzt mal eben gucken, was ich noch kaufen kann. Sniper geht nicht. Compact Rifle geht. Haben wir das doch gekauft. Granaten geht nicht mehr. Raketen geht. Das geht nicht mehr, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Gut. Könnte aber auch daran liegen, dass ich nicht genügend Geld habe. So. Hat's weh getan? So, ich hoffe. Das hoffe ich wirklich, dass das jetzt funktioniert. Granatenmod ablegen sollte erstmal vorerst.
Ah. Alles klar, hat funktioniert. Komm, Geld von einem Schöpfer. Finde ich sehr schön. Oh, ich kann hier parallel mal ein paar Sachen auch noch aufsammeln, die ich hier auf dem Weg liegen lassen habe. So. Könntest du bitte mal eben mitkommen? Du bist gerade so wie mein Testobjekt in der Richtung. Also sowas oder sowas in der Richtung. Eine frische Granate. Danke, herzlichen Dank. Offensichtlich war das noch nicht... Autsch! Genügend. Danke. Hab ich auch noch extra einen reingehauen quasi dafür. Ach so. Aber ich war ja der Meinung, dass es irgendwie sich auch noch selbstständig auslöst. So. Genau, da vorne war ja noch eine Angel. Brauche ich hier drüben jemanden? Ah, hi. So. Jetzt brauche ich die nächste Angel, die ist irgendwo da hinten. Sprich, ich brauche auch Gegner. Heißt, ich lasse die mal ganz kurz am Leben. Aber was ich auch noch brauche, ist mal ganz kurz die... Zeit. Okay, 27 Minuten. Wir haben noch 3 Minuten maximal. Wenn es hochkommt, ne? Also. Sorry, wenn es ein bisschen laggt. Wie gesagt, kein. Also momentan kein High-End-Game-PC. Herzlichen Dank für die Fische. Wie lieb von dir. Autsch. Das tat jetzt ein bisschen mehr weh als erwartet. Ich habe gerade gefragt, mal sehen, wie du türkst. Okay. Ja, dann komm doch her. Oh, da ist hinter mir einer. Huppala. Und dann haben wir es auch jetzt endlich geschafft. So, würde ich sagen, geht zurück. Sprich, ich mache jetzt erstmal die nächste. Müll für die Gerechtigkeit. Aber die machen wir im nächsten Part, von daher würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Ich sehe noch zu, dass ich hier lebend rauskomme. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Mission da oben weiter. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.